Hallo allerseits, ich bin auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und bin jetzt an einem Stand einer Firma mit einem etwas unaussprechlichen Namen, BT plus BST. Und das hat eine genauere Bedeutung, aber es geht hier um ein ferngesteuertes Auto, das sehr geländegängig ist. Und das erklärt mir jetzt dann der Fjodorov Sergej und wird mir hier zeigen, was man damit alles machen kann. Das ist ein Aluminiumfahrzeug, habe ich mir vorhin schon sagen lassen. Genau, also wir sind eine Firma aus Japan. Wir haben einen japanischen Designer und eine japanische Firma, die das Metall für uns herstellt. Und es ist komplett aus Aluminium, keine billigen Plastiksachen verbaut. Er ist auch vom Gewicht her deutlich zu spüren, das sind ungefähr 2 Kilo. Ansonsten das Besondere ist auch, dass wir in jedem Rad haben wir einen Motor verbaut. Das heißt, jedes Rad hat einen eigenen Motor, einen kleinen. Komplette Full Suspension. Also ein echtes Allrad, komplett flexibel zum Bewegen. Genau, und genau. Komplett alles aus Metall gebaut. Ein richtiger Crawler. Hier ist dann die Batterie versteckt. Das ist, wenn man das hier aufschraubt, kann man die Batterie schnell wechseln. Und kann man auch schnell nachladen lassen. Die Batterie ist die ganz normale, diese 18650er. Genau, ansonsten hier haben wir dann das spezielle Controlling-Modul mit drin. Da haben wir eine Auswahl von 3 verschiedenen. Das können wir vielleicht jetzt oder auch später nochmal kurz zeigen. In dem Modul ist es jetzt gerade die Bluetooth-Modul verbaut. Das heißt, man kann es steuern per Bluetooth, dann mit dem Smartphone? Genau, also eigentlich Bluetooth haben wir zurzeit mit dem PlayStation-Controller verbunden. Das heißt, hier haben wir dann schon den PlayStation-Controller mal zu sehen. Genau. Das ist ein ganz normaler PlayStation-Controller, ohne irgendwas umgebaut zu haben. Und das hier oben, genau, das wäre dann unsere App für das Wi-Fi-Modul. Da kann man verschiedene Modi einstellen, je nach Einstellungen und so, also zum Beispiel auch im Tank. Also Panzer, Schritt oder das ganz normale Crawler. Und genau, hier in der Mitte kann man dann, also wenn man eine Kamera verbaut hat, dann kann man hier die Kameraaufnahmen sehen von dem, was der Truck sieht. Ah, das heißt, so eine Kamera würde dann live über Wi-Fi noch übertragen? Genau, also hier bei diesem Modell zum Beispiel haben wir auch schon die Kamera oben installiert. Und dann gibt es noch eine klassische Variante, dann sieht man hier dann eben die Kamera. Das ist jetzt noch ein bisschen Prototyp, da sieht man auch das Bild, was gerade die Kamera oder zumindest aufnehmen sollte, aber das ist jetzt zurzeit Standbild, weil irgendwann wird er, glaube ich. Und als weitere Bedienung ist dann noch standardmäßig eine ganz normale RC-Fernbedienung, 2,4 GHz schätze ich jetzt mal, oder mit was arbeiten Sie hier? Also da haben wir eben diesen Controller verbaut, der dann ganz normal mit einem herkömmlichen Radiocontroller verbindet. Und dann haben wir hier die klassische Fernsteuerung. Genau, ja. Gut, jetzt müssen wir aber noch erklären, was heißt eigentlich jetzt dieses BT plus BST? Genau, da könnte man noch kurz hier rüberschauen. Hier haben wir nämlich... Vorsicht. Entschuldigung. Können wir kurz rüberschauen, hier sind noch 2 Figuren. Und zwar das BT und BST kommt aus dem Englischen, und zwar von Beauty and the Beast. Und das Beast ist eben das Auto und Beauty ist die Figur. Das heißt, da ist eine Figur mit dabei, die hat dann Platz im Auto. Genau, kann man hier zeigen, den Sitzplatz. Wenn man das hier aufmacht, gibt es hier einen Sitzplatz. Kann man reinsetzen. Wird dann angeschnallt mit Sicherheitsgurt wahrscheinlich. Ja. Ansonsten, die Figur selber ist auch unser eigenes Design. Kann man auch Arme, Beine, auch die Augen sogar bewegen, je nachdem. Aber jetzt sollte man sich mal anschauen, wie das Ding fährt. Ja, Sie haben ja hier so einen Parcours aufgebaut, der hier sehr futuristisch aussieht und sehr uneben ist. Genau, das und mit sehr hohen Höhenunterschieden arbeitet. Und dann kann man das mal sehen mit dieser Allradlenkung, was man da so treiben kann und mit diesem Allradantrieb. Alles schafft er dann doch nicht ganz, aber jetzt... Also extrem geländegängig. Ja, da sieht man genau, das ist eine schöne Federung, wie sie arbeitet. Wann kommt der auf den Markt? Wie weit ist der? Das ist jetzt noch ein Vorserienmodell. Genau, also in Japan haben wir auch noch nicht ganz die Produktion angefangen. Es ist so geplant zwischen Sommer und Ende des Jahres. Hier in Deutschland müssen wir dann mal schauen, wie man es dann hier am besten vertreiben kann. Wir suchen gerade aktuell nach deutschem Vertrieb oder generell in Europa. Genau. Nachdem das aus komplett Metall gebaut ist und mit so vielen Federungen und sonstigen Teilen arbeitet,
fürchte ich, wird es dann kein Kinderspielzeug sein. Ja, ist auch eher so an richtig Hobbybastler ausgelegt und da sind auch preislich gesehen dann im Endhandel bei etwas über 1000 Euro, denke ich mal. Aber ist dann halt ein Hightech-Spielzeug für Fans von solchen Fahrzeugen. Also es kommt ja als Kit zum selber zusammenbauen und das ist dann eben auch der halbe Spaß daran, dass man erstmal selber daran bastelt und dann seinen Spaß damit hat. Wie steil kann man denn da fahren? Wie viel Steigung schafft das Fahrzeug? Ich würde sagen, so bis zu 45 Grad, ja. 45 Grad, das sind ja 100% Steigung. Ja, genau, 100% Steigung. Klasse. Und der Akku hält ungefähr 30 bis 40 Minuten. 30 bis 40 Minuten. Genau. Gut, dann haben Sie mir vorhin schon mal im Vorfeld erzählt, der hat noch einen speziellen Fahrmodus. Den können Sie mir mal am Boden vorführen, glaube ich. Ah ja, genau. Doku-Style-Mode. Maybe on the floor. Das heißt, seitenversetzt fahren, das ist dann quasi der Hundegang, den es bei Traktoren auch gibt im landwirtschaftlichen Bereich. Und jetzt fahren wir mal. Das ist ein echter Allrad-Lenkungsantrieb in allen Varianten. Ja, also für Crawler sehr gut. Konzipiert, finde ich. Meinen Schuh mag er nicht. Gut, dann schauen wir uns nochmal aus der Nähe nochmal etwas an. Ja, gerne. Da haben wir noch eine Variante in Lila. Die ganzen sind aus Aluminium gebaut und ja, egal. Die ist aber angesteckt per Kabel. Nee, ist nicht angesteckt. Also Kabel gibt es nur, die sind alle innen drin. Genau, so ist dann von innen aufgebaut. Aber hier sieht man auch ein bisschen was von der Batterie, die Federn. Und ansonsten die Motoren sind dann jeweils hier ein Motor und auch bei dem anderen Rad ein Motor. Wenn man aufklappt, hat man dann hinter dem Sitz ist dann das Mainboard verbaut. Das können wir uns nochmal anschauen, das Mainboard haben Sie mir vorhin schon gezeigt. Genau, das Mainboard, das wäre das hier. Das ist auch unser eigenes Design. WTBSD. Genau. Gut, und wer sich näher informieren will, im Internet gibt es dann diese Homepage, eine internationale Homepage, bei der man sich informieren kann. Und dann wünsche ich hier viel Spaß und viel Erfolg auf der Spielwarenmesse und überhaupt bei der Einführung von Beauty and the Beast von der Spielwarenmesse. Das war's. Das ist der Herr Minato, das ist unser Ingenieur. Aha. Und dann haben wir noch den Herrn Nesu, das ist unser Designer. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und viel Spaß hier noch auf der Messe und bedanke mich für das Gespräch. Tschüss, Dankeschön.